Ich bin keine Hypnotherapeutin und war das erste Mal auf dem Kongress hier und ich bin ganz begeistert. Also ich fahre mit ganz vielen neuen Impulsen und Ideen nach Hause und werde auf jeden Fall wiederkommen nächstes Jahr und ich habe ganz, ganz viel gelernt. Also ich glaube, dass sich das auch schon Montag in meiner Arbeit mit Patienten bemerkbar machen wird. Also besonders schön finde ich in den Tagen hier die Atmosphäre, das Zusammentreffen von verschiedenen Psychotherapeuten und verschiedenen Richtungen. Wieder mal Freude, mit so netten Menschen zusammen gewesen zu sein. Ich bin voll und so angefüllt mit neuen Ideen, mit verschiedenen Sachen. Und ja, und jetzt freue ich mich einfach aufs Fest und es war bis jetzt eine super Tagung. Eine super Organisation, super Themen und viel Lehrreiches. Ich fand, es war eine sehr förderliche und konstruktive Atmosphäre die ganze Zeit. Also ich habe was über meine eigenen Süchte kennengelernt und fahre jetzt mit dem Vorsatz nach Hause, daran was zu machen. Ja, also ich habe Selbsthypnose gelernt und ich denke, ich werde das mit Hilfe der Selbsthypnose auch hinkriegen. Also viele praktische Dinge. Die Veranstaltung war nicht zu groß und ich bin therapeutisch weitergekommen, innerlich. Also mich hat die Tagung sehr inspiriert, muss ich zugeben. Hat viel Spaß gemacht und mir viele neue Ideen geliefert für meine therapeutische Arbeit. Ich fühle mich angereichert und gehe gestärkt zurück in die Praxis. Also ich glaube, dass ich wieder einiges umsetzen werde. Das war bisher immer so und das werde ich auch diesmal. Eine Menge Inspiration und neue Ideen, die ich gerne ausprobiere. Das ist immer eine Bereicherung, hier auf der Tagung zu sein. War toll, vor allem heute habe ich 3 Stunden Impro-Theater gemacht. Das war wirklich auch energiegebend und jetzt habe ich noch Lust auf die Feier. Das nehme ich mit. Ich nehme ein großes Aha-Erlebnis mit nach Hause. Ich nehme wie immer ein paar neue Bücher mit nach Hause. Ich habe beeindruckende Vorträge gehört, an die ich mich dann modellartig immer mal wieder erinnern kann. Ganz toll die Veranstaltung, immer wieder. Wahnsinnskompliment an die Organisatoren, haben alles sehr gut gemacht und jeder von uns nimmt immer irgendwas mit nach Hause. Und auch vielen Dank an die Kollegen, die auch immer sehr gut mitarbeiten und Ratschläge geben zum Beispiel. Viele neue Anregungen und ja, bin ganz zufrieden, sehr zufrieden. Ich habe in einigen Seminaren auch vieles gelernt, bin sehr zufrieden, ja, freue mich aufs nächste Jahr und komme gerne wieder. Ganz viel Inspiration, manche Dinge, die man eigentlich schon mal gehört hatte, aber möglicherweise die wieder in den Hintergrund getreten ist. Das Bogenschießen war sehr klasse, inspirierend, einfach nochmal eine ganz neue Art, an das Thema ranzugehen. Ja, war wie immer schön hier zu sein. Ich komme von einer ganz anderen Richtung, ich arbeite auch anders, aber es war anregend und ich werde zu Hause noch ein bisschen studieren und fortsetzen und wiederkommen. Ja, und im Moment ist es ein schöner Ausklang, sehr entspannend. Nochmal autogenes Training und Feedback. Es ist wieder eine Riesenpalette gewesen an Themen und ja, einfach schöne Begegnungen auch mit Kollegen, mit Freunden. Also ich fand, das war eine ganz tolle Stimmung. Also es war eine ganz lebendige, freudvolle Stimmung. Ganz viel Urlaub, ganz viel Entspannung und ganz viel neues Wissen. Es war wunderschön. Es hat alles gepasst von den Veranstaltungen, von den Menschen, die hergekommen sind. Und dann noch das Wetter als i-Tüpfelchen obendrauf. Einfach gigantisch gut und beste Werbung fürs nächste Mal, würde ich sagen. Und ich fand das Ambiente hier sehr schön. Wieder mal. Freue mich schon aufs nächste Jahr.